Alexis on gw2community.de. Guten Morgen! Morgen! Wir sind auf dem Weg zu Gamescom, seht ihr am Titel? Und ja, gucken wir mal, was uns da gleich erwartet. Stand von ArenaNet, wo Guild Wars 2 mit der neuen Beta präsentiert wird, wo ihr auch eure Fertigkeiten etc. anspielen könnt. Das werden wir jetzt gleich machen. Genau, ihr könnt dann gleich alles live erleben. Und ja, viel Spaß dabei. Genau, viel Spaß. Ich bin gerade auf Feuer eingestimmt und mache gerade mal die Überlastung und merke, dass das insgesamt relativ flüssig weiterhin spielbar ist bei Mele. Auch das Horn insgesamt integriert sich sehr gut in den Spielfluss des Edels, was sehr viel Spaß macht. Gut, die Einstimmungen funktionieren ganz normal wie immer. Aber die Überlastung gefallen mir halt. Also das ist eine feine Sache, die sie da ins Spiel gebracht haben. Müssen wir mal gucken, wie die sich weiterentwickeln und auch ein Balance. Wir können das Balance jetzt hier relativ schlecht testen, zu zweit bzw. zu viert in der Party. Das wird sich halt noch herausstellen. Ansonsten spielt es sich, wie gesagt, sehr flüssig, angenehm. Okay, ein herzlich willkommen zurück. Ich übernehme die Moderation spontan, weil Taishu ist gerade am Sprechen mit David. So, Andrea, dein Resümee jetzt von der Beta, was meinst du insgesamt? Insgesamt macht es auf mich einen ganz guten Eindruck. Ich finde es grafisch alles sehr schön gemacht. Auch vom Grundsatz her, die Fertigkeiten finde ich gut. Wie gesagt, bei Hiashiro würde ich mir schnellere Aufladung wünschen. Jetzt ist zwar gerade alles aktiv, aber das ist der Vorführeffekt. So, wenn man so mehrere Gegner hat, 3, 4, finde ich, ist es manchmal ein bisschen lahm. Okay. Wir hatten ja jetzt gesehen auf den Maps, dass man die Belohnungen sieht. Was wird man kriegen? Wie findest du die Idee? Ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, ihr habt das gesehen. Die Idee finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass man eine Idee davon hat, was man so, womit man rechnen kann. Es hat nicht mehr ganz so sehr den Überraschungseffekt, aber dann ist man vielleicht auch weniger enttäuscht, wenn man die weniger wertvollen Items bekommt. Ich wollte gerade sagen, man cleant die Map und kriegt dann einfach nur das Leder, das T6 Leder ist dann einfach nur, schade. So man weiß man es wenigstens schon vorher. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Gut, dann gehe ich mal zu Steffi und werde mal Steffi fragen, wie ihr die Beta insgesamt gefällt. Du hast jetzt nicht so viel spielen können, aber wie ist dein Eindruck? Ich warte hier immer noch darauf, dass es hier mal weitergeht, weil ich blöderweise mit in die Story gegangen bin. Ah, alles klar. Also, gut, das ist natürlich dann schlecht, aber jetzt kommen natürlich ein paar Spieler, mal gucken. Wie macht der die Shiro-Form dir Spaß? Also ich habe das eben schon mal kurz erzählt. Ich finde es cool, dass man relativ viel in die Unsichtbarkeit gehen kann. Relativ viele extra Dodge-Skills hat. Ich bin ja so ein Dodger. Ich habe quasi nie Ausdauer. Okay. Zustandsentfernungen, auch einen Super-Speed-Skill, den ich ganz cool finde, halt vor allem zum Fortbewegen. Wir haben Geschenke bekommen. Yay. Und Shirts. Ich zeige euch das gleich nochmal schöner. Wir haben gerade ein bisschen angespielt. Die Videos seht ihr hoffentlich schon und haben dieses wunderschöne Shirt bekommen mit Ridlock und ein Charlie. Das ist ganz toll. Und Schlüsselbänder haben wir auch bekommen. Hat irgendeiner sein Schlüsselband zur Hand? Schlüsselband. Hier, zeig mir dein Schlüsselband. Irgendwo. Yeah. Total toll. Sag hallo, Victor. Hallo. Ja, nachdem wir dann also direkt zum Twitch-Stand sind nach der Eröffnung, haben wir uns natürlich auch noch ein wenig den Rest von der Gamescom angeguckt. Davon gibt es eine relativ grobe Zusammenfassung. Und
sehr interessant fanden wir zum Beispiel dieses lustige Gerät, in dem man, wie ihr seht, so eine coole Brille trägt, um halt direkt in der Welt zu sein. Und man konnte halt auch auf dieser Platte sich in dieser Welt dann bewegen. Leider hatten wir nicht die Gelegenheit, selbst eines zu testen, aber so prinzipiell sah jeder, der da rauskam, extrem begeistert aus. Und ich bin gespannt, ob das tatsächlich so bald Zukunft hat. Ich fände es auf jeden Fall extrem cool. Es gab natürlich viele Bereiche, in denen man spielen konnte. Es waren gemütliche, so wie hier. Oder auch aktiv stehend mit Publikum im Monitor. Ja. Guitar Hero habe ich persönlich, ist mein Herz gleich schneller geschlagen. Fand ich sehr, sehr cool. So, falls ihr mich versteht, wir sind hier bei Guitar Hero. Andrea ist dann vorbeigelaufen und hat gesagt, das muss ich tun. Und auf geht's. Ja, unsere Konkurrenz Blizzard war übrigens riesig vertreten. Also ich glaube, die hatten so etwa ein Drittel von so einer ganzen Halle. Auch da haben wir uns kurz umgeschaut. Und Heroes of the Storm haben wir dann auch ein bisschen angespielt. Besonders gut haben wir uns nicht angestellt, deshalb hatte ich auch Zeit zu filmen, weil ich tot war. Aber so richtig überzeugend fand ich das nicht. Ich glaube, das ist ein Spielgenre, das Steffi und mir nicht so liegt. Cool waren dann aber auch solche Sachen hier. Da konnte man Autorennspiele antesten und das Auto, was man gefahren ist, stand dann da halt mal so rum. Nette Maschine auf jeden Fall. Und da ist man dann gefahren. Auch die Spiele-Klassiker waren natürlich gemütlich vertreten.
konnte spielen, eben auf dieser großen Bühne, was ich persönlich auch schon wieder sehr, sehr cool fand. Doch dann hat man natürlich auch immer relativ viel Publikum. Jetzt seht ihr, wie Steffi Magica spielt. Das konnte man probespielen, direkt gegenüber vom Twitch-Stand. Fand ich ziemlich unterhaltsam. Das Einzige, was mich irritiert hat, ist, dass es ab 16 ist, aber na gut, tut es tatsächlich zu sehen. Da hat Steffi zerfetzt. Ich glaube, was. Abgesehen von Spielen ging es dabei natürlich auch viel um Zubehör. Wie diese Stühle, die wohl sehr toll sein sollen. Auf jeden Fall waren sie sehr teuer. Es ist übrigens erst Donnerstag. Das werden noch viel mehr. Ja, und dann waren wir mal wieder am Twitch-Stand. Und ich war ziemlich spontan in einem Livestream. Also ich wusste tatsächlich erst so 15 Minuten, bevor es dann losging, dass ich Livestream halten kann, darf. Eine Biene. Herzliche Grüße, Nuria. Hallo. Nett. Hallo. Ich soll das Hallo sagen, scheinbar euch nicht. Auch viele liebe Grüße von Ramon. Und Steffi hat eine neue beste Freundin gefunden, die heißt Gail Grey. Und natürlich waren auch viele coole Cosplayer vertreten. Ja, Grüße von Steffi, Victor, Tom und Stevie ist die penetrante Stimme im Hintergrund. Andrea, lächel mal. Hallo. Da war ich übrigens am Stream, deshalb war ich etwas konzentriert gerade. Ja, und dann hatten wir wieder ein bisschen Freizeit und Stevie fand die Rennautos ganz, ganz toll. Es hatte auch ziemlich viel Publikum da. Dann sind wir dann auch wieder an so einer Chillout-Area vorbeigekommen. Und nach dem Gin konnte man dann direkt an so lustige Tanzmaschinen gehen. Ja.
Kickern. Oder einfach normal an der, ich glaube, es war eine Wii tanzen. Das fand ich auch ziemlich interessant. Das waren so Geräte, die im Zuge von Schulprojekten entstanden sind. Man sieht ja halt auch so Fahrzeugkonsolen, nenne ich es mal, die sich halt interaktiv mitbewegt haben. Und ein Flugsimulator und das alles tatsächlich entwickelt von Schülern. Dann hat es uns sehr zu den Spielen der letzten Generation gezogen. Da waren wir aber weniger glorreich. Ich habe mich auch nicht besser angestellt. Voll nicht klar, wa? Aber es hat einen Score. Sie werden mit Pac-Man doch noch eine Konsole gefunden, an der umgehen konnte. Und dann hatten wir auch noch Möglichkeiten gefunden, uns ein bisschen zu betteln. Das war am Pace-Card-Stand, ganz unterhaltsam. Ihr seht rechts und links oben die Monitore von den Figuren, die wir darstellen. Die Jungs waren der rote, wir Mädels waren die blaue. Und es ging ja darum, dass einer schnell getreten hat auf so zwei Platten und der andere im richtigen Moment buzzern musste. Das ganze Match habe ich euch mal hier gekürzt. Aber der Ehrlichkeit halber muss ich wohl gestehen, das war dann auch die einzige Runde, die wir gewonnen haben. Da haben Stevie und ich an so einem großen, ja, Monitor ist das falsche Wort, aber in dem Ding halt auch gegeneinander gespielt. Da habe ich mich auch ganz schön dämlich angestellt. Stevie allerdings auch. Ich bin halt erstmal, also ich bin übrigens grün. Ja, die Wahnsinnige, die da quer über den ganzen Monitor jettet, statt einfach nur zu schießen. Beim Tetris haben wir uns beide auch nicht sonderlich gut angestellt.
was soll ich sagen? Auch wenn ich das Rennen gewonnen habe, das Endspiel hat es die Bee definitiv für sich entschieden. Aber mit Ruhm begossen haben wir uns beide nicht wirklich. Dann gab es natürlich noch ein kleines Community-Treffen am Samstag. Es war sehr unterhaltsam, aber ich habe nur eine kurze Grußrunde gefilmt, in der es allgemein nur Winken gab. Damit grüße ich euch nochmal auch alle ganz lieb von der gb2community.de. Und ja, ich hoffe, dieser kleine Einblick in die Gamescom hat euch gefallen. Was? Und so weit kriegst du nicht. Winkt mal! Ja. Hallo! Ja, da fange ich ja an mit. Yeah. Und jetzt die Tastatur wegwerfen. So, und jetzt wen willst du werfen? Squid.